möchtest du denn drehen? Die Lea, die immer feucht ist. Die will ich drehen. An der will ich drehen. Stehen Sie das? Irgendwann sterbe ich sowieso. Bis dahin spiel ich mit deutschen Rappern Domino, weil es für sie um King Kalitzin geht. Ich will so sehr bald. Jo Freunde, was geht ab? Back in dem Game Remember My Name. Es ist viel passiert. Zwischen einer 1.800 € Strafe und polizeilicher Verhörung ist jetzt die nächste Debatte da. Obwohl, wenn die beiden Videos noch nicht raus sind, das kommt noch auf euch zu. Checkt meinen Kanal ab. Ein neues Debakel ist wieder am Start. Die Lea, die immer feucht ist, möchte meinen Cock lutschen. Haben wir kurz Zeit für Werbung? Alles klar. Freunde, wenn ihr diese wunderschöne LED-E-Zigarette haben wollt, dann könnt ihr gerne mal die Beschreibung abchecken. Da habe ich sogar euch einen Shop verlinkt. Darüber könnt ihr ganz entspannt E-Zigaretten und Shisha Plus Zubehör ganz günstig einkaufen. Nebenbei unterstütze mich noch. Danke dafür. Alles gut? Ah. Wisst ihr, wir YouTuber haben es schwer. Wir werden jeden Tag vollgemüllt bis zum geht nicht mehr. Kennt ihr das, wenn die E-Zigarette einfach zu gut ist? Scheiß aufs Video, ich mach aus, ne? Tschüss. Meine Freunde, heute geht es um ein ernstes Thema. Wir haben hier wirklich eine Person, die wirklich immer feucht ist. Und das ist ein ernstes Problem. Und damit beschaffen wir uns heute. Soll ich auflecken? In diesem Moment ist eine Flüssigkeit auf die Brüste der Angel Queen gefallen und so sozial engagiert wie ich bin, kam ich da natürlich sofort zu Hilfe. Muss ich das rauspiepen? Eigentlich nicht, ne? Nee. Das Ganze habe ich natürlich für euch gescreenshottet. Da werdet ihr auf jeden Fall auf den Laufenden gehalten. Darum geht's eigentlich. Und warum ich den Namen nicht zensiere, erzähle ich euch am Schluss. Also bleibt dran. Ich war in letzter Zeit wieder aktiv auf Instagram. Ja, danke. Danke, Grüße gehen raus, Grüße gehen raus. Und was darf ich mir dann für einen Müll reinziehen? Eine Lea immer feucht, natürlich so ein perverser Spaß wie ich bin, bin ich direkt draufgeklickt. Ey du Geiler, mit einem Herz, Freunde, mit einem Herz, das ist schon... Darf ich in dein YouTube-Video rein, dann bekommst du auch Nacktbilder. Natürlich lasse ich mich nicht lumpen und nimm dich jetzt mit ins Video. Nein, das hat aber jetzt einen anderen Grund. Da dachte ich mir, okay, wer sowas schreibt, hat eigentlich Gehirnzellen unter der Raumtemperatur. Habe ich hier einfach mal geschrieben... Ich nehme einfach dich und schieb dich ins Video rein. Ich nehme einfach eine SpongeBob-Parodie. Juckt mich nicht, versteht ihr das? Versteht ihr das? Und dann kam so eine eiskalte Antwort wie, ja, mach das, danke. Welcher normale Mensch, der Aufmerksamkeit erzeugen möchte, gibt so eine lowe Antwort. Ich hätte ja eher sowas geschrieben, oh ja, ich werde dein. ihr merkt schon, es nimmt hier schon Ausmaße. Es geht auf meinen ganzen Kanal so weiter. Ich weiß, 60% der Leute, die meine Videos gucken, abonnieren mich nicht. Leute, abonnieren ist kostenlos. Was ist da los? Aber vorher muss ich wissen, ob du ein Fake bist. Wie kannst du immer feucht sein? Natürlich weiß ich von Anfang an, dass derjenige, der mir da gerade schreibt, entweder ein Er ist oder ein Fake. Halt eine sie, aber sich hinter diesem Namen versteckt. Natürlich habe ich so einen getan, so, oh, ich weiß nicht, dass wir Faker müssen. Von wegen, Schätzelein. Und dann kommt so eine eiskalte Antwort zurück wie, alles klar, da steht da nur so. Besonders das geile Deutsch. Alles klar, da steht da nur so. Von daher wusste ich schon, alles klar, ich habe es hier mit einem unter 15-Jährigen zu tun. Und ich dann auf ganz seriös, ihr kennt das, geschrieben, wie alt bist du, halt, um mich abzusafen, so ein auf YouTuber-Move, ihr wisst Bescheid. Dann kam auch schon relativ zügig die Antwort, dass diejenige 17 ist, was eigentlich noch im Rahmen ist, aber trotzdem, Leute, passt da auf. Ich sag's euch, passt da auf. Und ich dann, ich 21, gefällt dir das? Habe ich den Flying Uwe Move rausgehauen, da kennt der Angel nämlich nichts, Freunde. Die stumpfeste Antwort ever. Einfach ein Ja. Einfach ein Ja. Ich habe keine Lust mehr. Nee. Ich meine es jetzt ohne Scheiß. Nee, ihr seht mich jetzt nicht wieder. Was findest du da für Nacktbilder? Also ich muss hier ein Video aufnehmen. Ich tue die Kamera schon an. Wir können jetzt schon Porno drehen. Ist kein Ding. Ist das Mikrofon überhaupt an? Wäre jetzt belastend, wenn nicht. Aha, ist es an. Dann auf eine stumpfe Antwort kommt noch eine stumpfe Antwort von mir. Deine Antworten sind so knapp wie deine Klamotten, oder? Und sie schreibt eiskalt wieder. Ja. Das wird den einen oder anderen von euch jetzt geil machen, aber das wird den einen oder anderen von euch jetzt schon ziemlich heiß machen. Aber nimm lieber die Finger aus der Hose. Ich werde dir auch gleich verraten, wieso. Kam halt wieder so eine knappe Antwort wie ja. Ich meine, wenn du von jemandem Aufmerksamkeit willst, dann schreibst du nicht andauernd ja. Und kein Job oder so, das ist noch behinderter. Und was machst du dann im Winter? Lange Klamotten.
Ich bin raus, sie hat mir den Korb der Vergeltung gegeben. Wir sehen uns, tschüss, ich komme in einem Jahr wieder, ich mache jetzt nochmal Urlaub. Übrigens, wenn ihr wieder fragt, wo es diesen Hoodie hier gibt, den gibt es nicht mehr. Das ist eine Limited Babe Edition, also kommt mal runter, bleibt mal gechillt. Ich habe dann mir nichts dabei gedacht. Ich habe gedacht so, yo, ich habe jetzt den größten Korb der Vergeltung kassiert, aber machen wir einfach mal weiter. Und was machst du, wenn ich zu dir fahre und wir zusammen ein Video drehen? Ich meine, besser geht's nicht, derjenige will da eh schon meinen Schwanz lutschen, warum nicht dann halt so einen auf, ich weiß, dass du fake bist und ich stelle dich jetzt bloß dieser. Ihre Antwort, keine Ahnung. Die hat einfach keine Ahnung geschrieben. Will ins Video rein, ja, aber persönlich ist nicht, was da los? Krieg schon wieder hier, seht ihr diese Krampfadern? Seht ihr diese Krampfadern hier? Die sind da nicht umsonst. Ich dann natürlich einen auf, aber du wolltest doch ins Video, das ist doch so viel besser. Nein, ist es nicht, kam die Antwort. Ich glaube, ich habe so viele Körbe kassiert, wie Michael Jordan noch nie geschossen hat. Vor allem geschossen. Merkt schon, ne? Geht schon los hier. Ich dann einen auf, ja okay, dann nur dein Bild oder wie? Und dann war die natürlich ganz schlau. Wie? Soll ich dir ein Bild schicken? Wie meinst du das? Sag ja, IQ vom Toaster, der kann wenigstens hochspringen. Ist das irgendwie dieser Candyman oder so? Sie guckt sich hier die ganze Zeit Bilder an, wo leicht bekleidete Damen sind und so fast nackte Kerle. Sixpack, Big Booty, ihr wisst Bescheid. Hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber ja. Wie? Soll ich dir ein Bild schicken? Wie meinst du das? Indem du die Kamera auf deinem Handy benutzt. Du wolltest ja ins Video. Wie hast du dir das vorgestellt? Danke, danke. Grüße gehen raus. Dass ich das erleben darf, dass ich jemandem eine Anleitung gebe, wie man ein Video, beziehungsweise wie man ein Foto macht. Ja, ich sollte Tutorial-Videos machen, denn darin bin ich definitiv besser. Dann habe ich auch ein Bild von ihr bekommen. Ich weiß nicht, wer dieses Mädchen wirklich ist, aber sie kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Grüße gehen raus an Pia. Sie sieht dir nämlich sehr ähnlich. Du hattest schon in der Schule immer einen Doppelgänger. So. Und dann einfach so mit Bitte, obwohl ich eigentlich nicht danach gefragt habe, aber okay. Dann habe ich halt so auf seriös geschrieben, schreibst du öfter Leute für deine Nacktbilder an? Weil das ist schon komisch, ne? Du wirst so angeschrieben, so ey, und dann ey, darf ich ins Video, ey, dann kriegst du Nacktbilder. Billiger geht's ja nicht, ne? Und die dann ganz auf, ja, nee, ich bin nicht so eine, ich mach das nur bei dir, aber nebenbei, während sie die Nachricht schreibt, so drei Schwänze am Lutschen. No! Ich dann einen auf, oh ja, bist du speziell, was unterscheidet dich von den anderen Girls, in Anführungsstrichen, weil Girls sind nicht immer Girls. Es gibt Girls, die versenden halt Nacktbilder, weil die korrekt sind und dann halt die, die Fame wollen und dann erst Nacktbilder senden, weil sie absolut behindert sind. Damit meinte ich sie. Und sie schreibt einfach nichts. Einfach, sie unterscheidet sich nicht von anderen. Alles klar, ich gehe dann nach Aldi oder Lidl und schnapp mir die dann an der Kasse. Ist besser als die. Ich darauf natürlich, yo, das ist mal ein Erkenntnis, wow. Dann kam die Wahrheit raus, Freunde. Dann kam die Wahrheit raus, ha, ihr glaubt es nicht. Ich glaube, ich brauche nochmal einen kräftigen Zug hier an meiner knallenden E-Zigarette. Denn jetzt wird's ganz hart. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Schmeckt voll gut. Übrigens, günstige Liquids sind in der Beschreibung. Dann ist es passiert. Angel, das ist ein Fake-Account. Du wurdest gerade geprankt. Mein richtiger Account ist der und der. Ja, Freunde. Da wurde Angel geprankt, in Anführungsstrichen. Ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit wusste, dass das jemand ist, der sich hinter einer Schikane hier versteckt. Natürlich ist der Name hier zensiert, denn Support ist auf jeden Fall hier Mord. Ich dann auf ganz gechillt. Ja, mal sehen, wer zuletzt macht, ne? Dann, Freunde, hört mir mal jetzt genau zu. Bin ich auf sein Profil gegangen? Ich bin auf sein Profil gegangen. Das erste Bild, was ich sehe. Das erste Bild, was ich sehe. Ist das hier. Digga, jetzt wissen wir alle, woher er seine Talente zum Pranken hat, Mann. Er hat ein Bild mit den Prank Bros gemacht. Wer die Prank Bros feiert, ist natürlich der Prank Gott und kann andere Leute so easy pranken. Hat ja super funktioniert, mein Sohn. Wenn wir uns die anderen Bilder dieses guten Dudes hier ansehen, dann sehen wir auch schon, dass meine Kalkulation am Anfang doch recht genau war. Willst du mich ficken? Digga Lampe, willst du mich ficken, Mann? Scheinwerfer! Willst du mich ficken? Upsala. Keine Panik, Freunde, war nur der gute Hennessy. Was denn? Eine Sache. Überlegt euch vorher, was ihr macht. Denn wer austeilt, muss auch einstecken können. Das haben viele Shisha-Bar-Besitzer schon gemerkt. Das hat übrigens was mit der Polizei zu tun. Also checkt mein letztes Video oder das Video danach ab.
Da erfahrt ihr mehr. Wir wollen Montes Stream live. Ja, Freunde, Montana Black ist gerade am Livestream. Da würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch wie immer ein Like und ein Abo da. Alles weitere, was ihr wissen müsst, ist um mich drum oder ist in der Beschreibung. Checkt auf jeden Fall meine Links aus. Ich bin mit DevShop gepartnert. Vielleicht habt ihr ja Bock, über diesen Link einzukaufen. Da unterstützt ihr mich auch. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt so wie ihr seid. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Und der Angel ist... Ja, verarscht, ich bin immer noch da.